Wochenupdate, magischer Mittwoch, ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zur neuen Legung. Und schön, dass du mit dabei bist. Wir gehen heute rein mit dem keltischen Kreuz, um uns einfach mal die Ist-Stand-Situation anzuschauen, die Tendenz der weiteren Entwicklung dieser Woche. Und wir nähern uns und das ist quasi, ja, so der Abschluss der Eclipse-Season, die ja mit der Mondfinsternis gestartet ist. Und ich sag's euch, es bleibt einfach spannend. Dazu gibt's aber nochmal ein gesondertes Video. Am 2.10., wie gesagt, ist die Sonnenfinsternis. Und ich möchte, bevor ich gleich reingehe mit dem keltischen Kreuz, dir schon mal eine Information geben. Wenn du hier in Resonanz gehst und du nimmst dir bitte wie in all meinen Legungen immer nur das mit, was für dich wichtig, richtig und wertvoll ist, geht es natürlich heute in die Erweiterung. Für alle Kanalmitglieder hier auf YouTube kannst du dir die dann gerne im Anschluss noch anschauen. Und hier fliegt hier gerade irgendwo eine Fluse. Lassen wir es fliegen, nehmen wir es als kleine Engelsflügel. Und ich gehe rein mit dem keltischen Kreuz, ihr Lieben. Wenn du übrigens, weil ich ein paar Anfragen bekommen habe, dich interessierst für die Reiki-Ausbildung, ich gebe dieses Jahr noch zwei Stück. Eine im Oktober auf dem Samstag und auf dem Sonntag und eine im November ebenfalls Samstag und Sonntag von jeweils 10 bis ca. 14 oder 15 Uhr in einer kleinen Gruppe. Und alles ist online, denn Energie kennt weder Zeit noch Raum und die Räume, die bei mir entstehen, sind einfach pure Magie. Es fließt so viel Heilung. Und du kannst dich noch anmelden, sind jeweils noch zwei freie Plätze. Schreib mir einfach eine Nachricht, schau gerne auf meiner Homepage. Alle Kontaktdaten, wie du dich mit mir in Verbindung setzt, findest du in der Videobeschreibung. Und da habe ich dir übrigens auch meine Kartendecks, mit denen ich arbeite, alle verlinkt. Und ich würde sagen, wir starten rein. Keltisches Kreuz für das Seelenkollektiv auf meinem Kanal. Ist Stand Situation. Ich hätte gerne eine Botschaft. Jawollo, da haben wir die vier Kelche und wir gucken mal, aus welcher Energie du kommst. Du kommst aus der Königin der Stabsenergie. Dann geht es weiter, Tendenz zur Entwicklung dieser Woche, womit du dann vielleicht ein Resümee ziehen wirst. Was ist die Entwicklung, die weitere? Du gehst von einer in die nächste Königsenergie, das ist ja spannend. Okay, gucken wir uns dein bewusstes Feld an. Dein Bewusstsein. Okay, da haben wir schon so ein bisschen, ja, legen wir das mal ein bisschen hier an die Seite. Mit den neuen Stäben auf jeden Fall. Einen Hinweis ist schon ziemlich herausfordernd aktuell, aber du bist eine Kämpferin. Du bist wirklich eine Königin. Du gibst alles, aber niemals auf. Auf der emotionalen Ebene, was haben wir da für diese Woche weiterhin? Die Gerechtigkeit, ihr Lieben, Halleluja. Und gucken wir uns mal an, wie gibst du dich nach außen? Was ist die stärkste Energie, wie du dich nach außen präsentierst? Ja, fünf Schwerter hatten wir immer wieder in den letzten Wochen. Was sind die äußeren Einflüsse? Der Page der Schwerter, also es geht hier wirklich viel um Gedankenkraft, Kopfenergie, Gedankenenergie. Okay, neues Wissen, was du aber auch von außen bekommen wirst. Deine Wünsche, Ziele, Hoffnungen, aber auch Ängste haben wir hier. Da haben wir das Ass der Kelche, die Hoffnung auf eine neue Chance. Und dann gucken wir uns das große Wochenziel an. Wohin führt die Reise? In den Ritter der Münzen. Und die größte Herausforderung fehlt uns noch. Was ist deine aktuelle, und ich habe gerade Stimme belegt, größte Herausforderung? Das hohe Gericht. Ja, spannende Kiste. Unterliegende Energie, der Ritter der Schwerter. Also wir haben zweimal den Ritter, zweimal die Königsenergie und dann den Pagen. Okay, also unterliegende Energie. Ich merke schon, dass dein Kopf dir quasi gerade sagt, in die Richtung gehe ich. Vielleicht hast du dich versteift auf ein gewisses Ziel oder bist gerade auch wirklich sehr rational unterwegs. Du wägst ab, du schaust dir die Fakten an. Das heißt,
Du lässt dich hier wirklich ganz, ganz viel durch mit deinem Kopf leiten. Der Ritter, der Schwerter, der sagt eigentlich, okay, hier bin ich, komme, was wolle, ich gehe los. Mich kann nichts aufhalten. Du sitzt auf deinem Ross. Du hast quasi deine Entscheidung getroffen und gehst hier deinen Weg. Dennoch merke ich, dass du selber auch irgendwo wahrscheinlich schon wahrnimmst, boah, ist schon nicht der einfachste Weg, für den du dich gerade entschieden hast oder deine Seele sich entschieden hat. Das heißt, den Weg, den du gerade beschreitest, könnte geprägt sein durch einige Herausforderungen, könnte auch geprägt sein, dass du im Außen vieles siehst, was in den Fluss kommt und du hast das Gefühl, du bist gerade gefühlt in einem, ja, in einem Strom unterwegs, wo es wirklich rauf und runter geht, befindest dich vielleicht sogar gerade auch an einer Klippe, kurz vor einem Absprung, hast eine Entscheidung zu treffen oder fühlst eine gewisse Unsicherheit. Es kann hier sein, dass du jemanden an deiner Seite hast, der dich begleitet. Größtenteils nehme ich aber wahr, dass du hier für dich wirklich ein- und aufstehst. Du kommst selber aus der Energie. Das heißt, die letzten Tage hast du wahrscheinlich gemerkt, wer du bist. Du wurdest vielleicht auch durch einen guten Freund, durch eine gute Freundin dementsprechend nochmal an deine Wahrhaftigkeit erinnert. Das heißt, hier kommt wieder dein Selbstbewusstsein. Du hast wieder irgendwo die Kraft bekommen, um dich an deinen Selbstwert zu erinnern. Hast eine Ausstrahlung im Außen, darauf möchte ich gerne auch mal klären. Das sind die Lenormand-Karten Sonnenfunken, falls du sie in der Videobeschreibung suchst. Also Sonnenfunken, Lenormand-Karten. Und hier arbeite ich mit dem Tarot-Deck von Ciro Marchetti. Frag mich gerade nicht, wie es heißt. Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm, weil ich so viele Karten hier gerade liegen habe. Also klären wir mal auf die Königin der Stäbe. Wichtig aus den letzten Tagen zu wissen, ja, das war deine Entfaltung. Das heißt, du gehst hier gerade wirklich aus einer Phase, wo du dich selber nicht mehr in deinem Selbstwert gefühlt hast, wo irgendetwas an dir geknabbert hat. Du dich vielleicht auch viel in Sorgen gewälzt hast. Hast du dementsprechend irgendwo Schritte unternommen, entweder deine Meinung verändert, dein Verhalten, irgendwo hast du Stellschrauben für dich verändert. Vielleicht bist du sogar mitten im Umzug. Also hier sehe ich einfach Flexibilität. Du entdeckst wieder deine eigene Macht, deine Flügel für die Freiheit. Du brennst für etwas. Und wenn es gerade erstmal auch dein Leben ist, wo du wieder einfach feststellst, alles klar, ich stehe wieder für mich ein. Ich weiß, wer ich bin. Du bist gewachsen an einer Situation, hast dementsprechend wirklich irgendeine Entscheidung getroffen. Und das könnte auch ein Fortschritt sein. Dieser ganze Prozess hat dich aber auch wirklich in eine gewisse Situation gebracht, denn du kommst ja aus dem Feuer und gehst hier ins Wasser mit den vier Kelchen. Und die vier Kelche zeigen einfach alles klar. Du sitzt gerade dort, dir wird vielleicht noch irgendeine Chance gereicht, aber du sagst, ey Freunde, ganz ehrlich, irgendwie habe ich gerade so ein bisschen das Interesse verloren an den Chancen des Lebens. Gerade auf emotionaler Ebene habe ich das Gefühl, dass du hier gerade so ein bisschen die Hoffnung aufgibst. Ja, obwohl hier wieder eine Balance kommt. Aber nachdem ein paar Situationen sehr herausfordernd waren, vielleicht auch gar nicht so richtig funktioniert haben, wie du dir das so vorgestellt hast, und das Leben dient dir. Das heißt, diese Erfahrungen, die du machen durftest, waren wichtig, um eine gewisse Balance herzustellen. Selbst wenn du das Gefühl hast, es hat dich aus einem Gleichgewicht rausgekickt, weil irgendwo gerade etwas überhand nimmt, meinetwegen an Herausforderungen, hat es dennoch zu einem Ausgleich gesorgt, weil vielleicht hattest du eine Zeit, wo es besonders gut lief und jetzt auf einmal kommt es dann wirklich genau ins Gegenteil. Und das nervt dich gerade. Das heißt, hier kommt so ein bisschen der bockige Modus. Du hast vielleicht auch gerade einen Hals aufs Leben, sagst deinen Geistführern, deinen Engeln, sag mal, wollt ihr mich eigentlich gerade veräppeln? Also irgendwo ist eine gewisse Langeweile drin. Irgendwas frustriert dich gerade dennoch.
Vielleicht geht dir auch etwas nicht schnell genug. Mit dem Ritter der Schwerter wünschst du dir vielleicht hier eine Entwicklung, die pam da ist, weil du halt eine Durststrecke hinter dir hast oder weil du sagst, jetzt habe ich doch die Kraft und irgendwo stagniert es dann gerade. Ja, bist du irgendwo gerade auf so einem sehr felsigen Weg unterwegs. Schauen wir mal auf die vier Kelche. Auf die vier Kelche geklärt. Ja, natürlich. Da kommen die Engel, die geistige Welt und davon bist du ein bisschen genervt, wie ich es gerade schon gefühlt habe. Das ist wirklich, das ist okay, es lohnt sich weiterzumachen. Und das passt, denn du findest dich gerade in einer ziemlich intensiven, schicksalshaften Phase. Könnte sein, dass du wichtige Begegnungen hattest, schicksalshafte Begegnungen, Prüfungen, Lernaufgaben, also wirklich diese herausfordernde Situation. Und im Kopf, ja, ist es genau das, wo du sagst, meine Herren, ey, also jetzt reicht's aber gleich. Du bist zwar, ne, du kniest hier und sagst, okay, irgendwas zieht mich, aber dennoch, es sind deine Engel, die dir sagen, hey, komm, mach weiter. Oder es sind Freunde, die dich hier unterstützen. Auf jeden Fall bist du schon gebrandmarkt. Das heißt, da ist diese Überforderung da und irgendwo brauchst du gerade mal eine gewisse Auszeit. Mit den neuen Stäben haben wir, ja, Holzenergie, passend dazu kommt der Baum. Du guckst nochmal hin, alles Klärchen. Könnte sein, dass das Thema Gesundheit für dich in dieser Woche nochmal wichtig ist. Aber irgendwo merkst du vielleicht auch jetzt nochmal eine gewisse Stabilität. In dieser Zeit, wo du sagst, eigentlich fehlt mir genau das, diese Standhaftigkeit, die Verbundenheit und die Ruhe. Und hier versuchst du, ein Gleichgewicht herzustellen. So im Bewusstsein. Ja, du wünschst dir also zwischen, ich gebe doch immer alles, auch endlich mal die Phase, ich möchte doch mal sehen, wofür tue ich das? Was ist das wozu? Ich möchte endlich mal was ernten und dass auch jetzt mal wirklich eine Phase der Ruhe einzieht, wo ich mich erholen kann, wo meine Gesundheit endlich wieder, ja, vielleicht auch wirklich in die gesunde Phase kommt, ich mich stabil fühle, gut fühle. Und da sehen wir auf emotionaler Ebene, das heißt, deine Gefühle kommen mit der Gerechtigkeit, kommt es auch nervlich gesehen wieder zu einer Balance. Die Gerechtigkeit sagt dir, hey, gib dir wirklich ganz, ganz, ganz viel, achte gut auf dich, halt immer die Balance, integriere Yin, integriere Yang. Das heißt, männliche Energie, weibliche Energie, die Ruhephase zwischen Tun und Ruhen, dieses Gleichgewicht herstellen. Und das ist, glaube ich, so Thema dieser Woche, dass du hier dieses Feuer, was ja in dir ist, dieser Tatendrang, der jetzt auf einmal wieder da ist, dass du da mit der Herausforderung, das Gericht, das ist dieses, okay, ich entscheide mich jetzt nochmal irgendwo von den Toten zu erwachen, wie der Phönix aus der Asche, diese Energie weiter mitzunehmen, nicht wieder in alte Muster reinzufallen. Ich vertraue meinen Engeln. Es ist die Herausforderung, vielleicht auch sämtliche emotionale Themen deiner Ahnen hier zu bearbeiten. Und in der Phase sind wir auch gerade energetisch. Weißt du, wir haben ja alle unsere Ahnen, die sich oftmals nicht erlaubt haben zu fühlen. Viele davon haben einfach aufgrund der Prägungen und Umstände in ihrem Leben einfach nur funktioniert. Du hast die Gabe zu fühlen und dass sich nicht immer alles toll anfühlt, ist auch klar. Aber die Herausforderung, vor der du gerade stehst, ist es einfach, die Emotionen zuzulassen und gleichzeitig weiterzumachen. In dem Urvertrauen, in dem Glauben, dass das Leben für dich ist, dass du vielleicht auch wirklich hier um Hilfe bittest, dass du die Zeichen einfach erkennst. Also es könnte wirklich sein, dass du gerade einige Baustellen hast und denkst, ich werde niemals aus diesem Salat austreten können. Vielleicht fühlst du dich gerade auch wie der Storch im Salat. Auf die Gerechtigkeit kommt das Schiff mit der Sehnsucht. Ja, da du sehnst dich vielleicht auch nach einer Person. Du hast irgendwie wirklich einen sehr weiten Weg hinter dir. Befindest dich gerade gegebenenfalls auch in einer Warteschleife, in einer eher passiven Energie, wo du auf jemanden wartest. Diese Person könnte eine Waage sein, denn dein Wunsch ist es ja irgendwo, eine neue Chance zu bekommen, eine Beziehung herzustellen.
den Kelch neu zu füllen, eine emotionale Heilung. Und natürlich hast du auch dementsprechend hier die Ängste, dass das nichts mehr wird. Jetzt pass aber auf. Du bist ja hier so ein bisschen in der Stagnation. Dein Kopf sagt dir, ich kann nicht mehr. Deine Emotionen kommen wieder ins Gleichgewicht. Das ja, Universum, deine Geistführer, dein höheres Selbst ist an deiner Seite und sagt dir, hallo, doch, 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 doch. Hier kommt eine Entwicklung für dich, in der du jetzt durch diese Phase, durch die du gerade gehst, etwas weiteres lernen wirst. Und du stehst auf und du entscheidest dich oder kommst dann tatsächlich auch, ja, krasse Kiste, Donnerwetter. Du wächst nämlich aus dieser Ritterenergie, der manchmal auch so ein bisschen naiv will ich ihn nicht nennen, aber der ist so schnell und manchmal auch undurchdacht, manchmal, nimmst du aber jetzt die Herrscherin noch mit. Das heißt, es kann nämlich auch hier sein, dass unterliegend wirklich hier eine andere Person mitschwingt, wo du sagst, boah, diese Person ist so krass im Herzen, ach, im Kopf unterwegs und du bist hier im Herzen. Hier darf etwas entstehen, diese Woche etwas zur Welt gebracht werden mit der Macht deiner Gedanken. Und du verbindest die Herrscherin mit den Ritterenergien und entstehen tut die Königin der Schwerter, wo du sagst, so, pass mal auf, ich weiß, wer ich bin. Jetzt hast du das Feuer, du nimmst dein Mäntelchen ab. Vielleicht hast du immer ein Deckmäntelchen über dich gepackt, dich irgendwo versteckt und jetzt präsentierst du dich mit einem neuen Bewusstsein, mit einer Art und Weise, wie du kommunizierst. Friedlich, jetzt zieht der Frieden ein. Aber klar, du bist bereit, wirklich hier absolute Konsequenzen auch in die Umsetzung zu bringen, bleibst aber erstmal wirklich passiv. Bedeutet für dich, die Entwicklung für dich ist es, entweder eine Person, an der du dich orientierst, aber diese persönliche Reife deiner Gedanken, dass du nicht wie ein kleiner Terrier dich überall festkrallst und sagst, okay, hier sind Konflikte, denn nach außen bist du kampfbereit, aber da ist dieser kleine Terrier-Modus, ja. Du präsentierst dich vielleicht gerade auch, du bist emotional gelangweilt, präsentierst dich nach außen dementsprechend. Das ist die logische Konsequenz. Wenn du frustriert bist, zeigst du diesen Frust irgendwo. Vielleicht machst du mal eine spitze Bemerkung und hier darfst du einfach diesen Wandel in dir wahrnehmen durch entweder neue Gespräche, die von außen kommen, ein neues Wissen, was du jetzt bekommen wirst, vielleicht eine Erkenntnis, dass doch gerade gar keinen Grund gibt für Streitigkeiten, dass es dich nicht weiterbringt, immer wieder in einen Konflikt zu gehen. Es geht hier darum, dass du wirklich wieder die Bodenhaltung bekommst, also die Erdung bekommst, etwas, dass du begreifst, es kann nicht alles von heute auf morgen sich entwickeln, sondern dass du wieder durchatmen kannst, die Geduld in dir aktivierst, langsam fortzuschreiten, denn ein langsamer Schritt kann eine viel größere Auswirkung auf dich haben, wie ein schneller Schritt, wo du vielleicht eine höhere Chance hast zu stolpern. Auf den Ritter der Münzen. Und das ist dieses, guck mal, jetzt haben wir hier den Berg. Der Ritter der Schwerter, der rennt hier ziemlich schnell, ist an einer Klippe. An welcher Klippe stehst du gerade? Irgendwo ist das Ziel nämlich tatsächlich auch jetzt, diese Herausforderung wieder geduldig zu sein, etwas langsam in die Entstehungsphase zu bringen. Mit einer anderen Art zu denken. Und zwar, lass dich doch mal vom Leben überraschen. Ich habe das Gefühl, dass wenn es hier irgendwo eine Herausforderung gibt, auch mit einem Gegenüber, könnte sich das ziemlich plötzlich auf einmal festigen oder ziemlich plötzlich eine Nachricht eintreffen. Das habe ich dir ja eben schon gesagt. Also von außen ist irgendetwas in den Startschuhen. Klären wir mal auf den Pagen der Schwerter. Hier triffst du, entweder gehst du einen neuen Weg oder jemand kommt zu dir. Nee, du gehst einen neuen Weg. Von außen wird hier irgendwo wirklich durch entweder eine Ausbildung, eine neue Kommunikation, jemand, der jetzt auf seinem Weg auf einmal dein Leben betritt, wird es auf einmal leicht und wieder bunt.
Und das ist ja auch gleichzeitig hier dieser Wunsch von dir, diese emotionale Heilung. Also kannst du nicht mal bitte jetzt besser werden? Ne? Du hast irgendwo Angst, dass du nicht weiterkommst. Dass du vielleicht feststecken bleibst hier in diesen fünf Schwertern. Und vielleicht hast du dir auch jemanden geholt. Eine Mentorin, einen Mentor. Oder du hast irgendwie ein Retreat, einen Kurs gebucht, wo du sagst, okay, komm, und jetzt schaue ich wirklich mal, wie bekomme ich meine mentale Resilienz? Wie nutze ich die Fähigkeiten? Wie kann ich aus meiner Vergangenheit lernen? Also ich glaube schon, dass du dich jetzt hier wieder, ja, du beweist dich gerade und zeigst dich nach außen einfach sehr selbstbewusst, vor allem in dieser Woche. Und du wirst auch eine neue Zuversicht hier bekommen. Du setzt etwas in Gang, was dauerhaft einfach jetzt eine Auswirkung auf dich hat und nicht nur für eine Woche, sondern hier manifestierst du dir etwas. Und da passt dann natürlich jetzt auch die Sonnenfinsternis, die vor der Haustür steht. Da geht es nochmal um neue Manifestation. Da geht es um deine Wünsche, um deine Ziele. Und das könnte sein, dass das jetzt hier gerade der Fokus ist, dieser Wunsch, wie kann ich wirklich in die Heilung kommen? Wie komme ich wieder in den Fluss? Woran kann ich mich orientieren, um emotional wieder zu reifen? Ihr Lieben, ich möchte jetzt in der Erweiterung noch mal so ein bisschen reingehen und gucken, alles klar, wie erreichst du hier ein gewisses Ziel? Was ist gerade dein Hauptwunsch? Was ist der Tipp für dich, was du jetzt tun solltest? Und so ein bisschen auf emotionaler Ebene auch noch mal reinschauen, wie sieht es eigentlich in dieser Woche aus mit deinen Gefühlen, auch mit dem Gegenüber, was erwartet dich? Ich werde dir unterschiedliche Energiekarten noch mal mit an die Hand geben, auch gucken mit den Bestimmungskarten, wozu dient dir diese Woche. Also freut euch, ich freue mich auf jeden Fall, bin gespannt, was sich dort zeigt, hoffe aber auch, dass ich dir an der Stelle schon mal ein paar wertvolle Impulse geben konnte. Ich sage danke fürs Einschalten und wir sehen uns gleich.